draußen schneit und ich bin im Flugmodus. Und mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Aus der Stadt, wo die Rapper Bus und die Ticker Hammer fahren. Belasch, Freddy und Kida Ramadan. Yes! Am Start, Baby. Willkommen, Leute. Endlich hat es geklappt. So ja. Sieht's aus. Endlich hat es geklappt, Bruder. Endlich hat es geklappt. Ihr beide seid wie das Einhorn im Wald, Bruder. Wenn ich euch sehe, dann glaube ich an euch. Ich schwöre das. Aber ihr seid da. Ja? Sehr schön. Ja, lange gedauert, aber was lange dauert, wert. Ne? Lange. Einen Tag vor Weihnachten. Ich meine, ja. Ja, ich mein dann, wir wollten halt, wenn das schneit. Verstehst du? Ja. Weil wir brauchen auch den Auftritt. Jawohl. Ein Tag vor Weihnachten, da, tatsächlich, morgens Weihnachten. Aber ja. Es ist echt krass, dass die Deutschen immer Glück haben, wenn es kurz vor Weihnachten ist, kommt immer Schnee. So. Ja. Eigentlich haben die Deutschen Pech. Früher hatten sie den Kohl, jetzt haben sie den Salat. Ja. Geil, Alter. Freddy war schon tausendmal auf meiner Couch. Immer privat, Atze. Keda auch privat, Atze. Aber dich hatte ich schon mal vor der Kamera bei TV Straßensound. Genau, und das war das Geilste. Die Story erzähle ich immer. Er ist der Moderator von TV Straßensound. Und dann sind wir so, wir fangen das Interview an. Und er so, Keda, darf ich dich was fragen? Er sagt, Bruder, das ist nicht hier. Ey, besser als frag mich nichts, Bruder. Taktlos, Belasch hat ja recht. Bei meinem allerersten taktlos. Interview, oder zweiten, sagte Taktlos zu mir, Boogie, stell mir, tu mir bitte einen Gefallen. Ja, was? Stell mir keine Fragen. Ja. Ach, der letzte Teite. Ja. Zu crazy auf jeden Fall. Aber war sehr herzlich damals. War schön. Wo wart ihr? Wir waren in so einem Maßschneider. Und da auf einer schönen Chesterfield-Couch, glaube ich. Und da war ein schönes Ambiente. Meine Couch ist schöner, aber der Laden kam ja einmal ins Spiel, als die Dame hier war, die Hutmacherin auch. Die Frau, wie hieß sie nochmal? Viviane Fischer. Genau, und die ist ja Hutmacherin und ich dachte, in dem Laden, wo wir waren, das ist auch ein Hutmacherladen. Kann sein, ja. Ne? Weil der hatte doch maßgeschneiderte Hüte. Genau. Yes. Ja, Mann. Freddy seiner muss daher kommen. Ja, nee, meiner kommt aber auch. Ja, weiß ich auch nicht, wo der herkommt. Schon ein bisschen was älter. Das ist meine Waffe. Der Hut ist alt, die Löcher sind neu. So sieht's aus. Wie Boogie seine Socken sagt. Ja. Hammer auf jeden Fall. Ja, Mann, ey, willkommen an diesem Tisch auf jeden Fall. Meiner Meinung nach zwei der besten Schauspieler Deutschlands. Ja. Dankeschön, vielen Dank. Auf jeden Fall starke Leistung, was ihr in letzter Zeit alles so auf die Beine gestellt habt. Wir wollen nicht über gewisse Sachen reden, die Leute auseinander dividieren, anstatt sie zusammenzubringen. Weil, Keda, du, ihr habt alle eure Meinung. Du bist teilweise sehr öffentlich, ich bin teilweise sehr öffentlich, aber dieser Tisch ist dafür da, dass man auch zeigt, man kann auch unterschiedliche Meinungen in mancherlei Hinsicht sein, aber man kann sich treffen als Freunde und über Sachen reden und dann ist die Sache in Ordnung. Jedem soll seine Meinung geschenkt sein auf dieser Welt. Dementsprechend, lass uns mal heute über Sachen sprechen, die, denke ich mal, die meisten da draußen interessieren. Und das ist natürlich vorrangig eure Kunst, meine Kunst, eure Kunst. Ihr seid viel, viel länger, viel professioneller als ich dabei. Ich habe jetzt gerade, wer es verpasst hat, bitte checkt mein Videosnippet am Seidenen Album ist draußen. Der Kurzfilm ist draußen auf dem Boogie-Kanal, wer das noch nicht gecheckt hat. Du tust so, als wenn du nicht weißt. Du tust so, als wenn du nicht weißt. Du tust so, als wenn du nicht weißt. Tust so, als wenn du nicht weißt. Du weißt ganz genau, bruh. Du weißt ganz genau, bruh. Trink deine Milch weiter lauwarm. Bin genau da, wo die Feinde im Blau fahren. Aber ihr beide, ihr seid ja super aktiv, Alter. Das ist ja unfassbar. Ich habe mal vorhin geguckt auf IMDb, 2020 bis 2021, da hat er dich noch übertroffen. Ja. Aber da sind ja super viele Projekte, wo man sich denkt so, Alter, Bruderherz, also ihr seid wirklich krass eingebunden. Ich muss eine Sache dazu sagen. Manchmal steht auch bei IMDb drin, dass ich ein Cameo hatte, also einen Gastauftritt. Und das mache ich sehr oft, was der Herr Lau nicht so gerne macht. Deswegen habe ich ihn, glaube ich, 2020 gebaut. Wenn Freddy dreht, der Penner, dann dreht er richtig. Dann dreht er richtig, ja. Weißt? Aber das, manchmal ist es auch das Ding, letztens habe ich einen Anruf bekommen, auch eine Interviewanfrage für irgendeinen Film, den ich gemacht haben soll, habe ich auch nie gespielt. Also passiert auch manchmal. Ich so, hä? Und dann überlege ich kurz, habe ich das gemacht? Ich so, nee, Mann. Auf keinen Fall. Also, ich müsste da irgendwie eine Erinnerung haben. Insofern steht da manchmal auch Scheiße drin. Sag mal, bei mir kratzt es extrem, Alter. Echt?
Spoich ist auch so. Ganz kurz. Ich muss auch dazu sagen, Kida, du weißt, jetzt denkt, das wissen immer alle. B wäre, glaube ich, noch lieber, also B hat noch mehr Leidenschaft. Check. Weißt du was? Wir machen mal Dings hier, einfach Rollentausch. Ja. Frauentausch. Auf jeden Fall, Keda, B liebt das Schauspiel. Das kommt ja, glaube ich, immer ein bisschen zu kurz im Podcast. Und Belasch, herzlichen Glückwunsch. Du bist mit einem Trailer in den Kameradenweg-Charts Platz 1 gewesen. Wir haben den Trailer 3-4 Mal geguckt. Unfassbarer Trailer. Respekt an meinen Partner. Geiles Ding. Ja, aber ey, heute soll es nicht um mich gehen. Hier ist keine Selbstbeweicherung. Wie nennt man das? Selbstbeweihräucherung. Ja, ja, wir sind Rapper, wir müssen das machen. Beweihräucherung ist ja aber in der Kirche jetzt wieder. Ja. Hast du genug Lunte, Bruder? Reicht das dir? Ich glaube, mir ist für mich viel besser. Okay, höre ich heute. Sehr gut. Ja, Mann. Also, auf jeden Fall. Was hat sich seit 4 Blocks getan? Wahrscheinlich eine Menge. Ne, ihr seid ja wirklich sehr, sehr präsent, sehr aktiv. Du bist gerade auch mit dem Film im Kino, ne? Ja. Ne? Wie heißt der? Echt, ja. Weißt du gar nicht mehr, ne? Nein, ich bin noch gerade, Oder ist was raus? Ich bin vor kurzem mal am Potsdamer vorbeigelaufen, da dachte ich im Augenwinkel, habe ich dein Gesicht gesehen. Nee, ist jetzt gerade gar nichts raus, so. Mhm. Aber ich weiß, mein Nachbar Big A schwärmt von Kinders neuer Sendung, wo er gejagt wird. Erzähl uns mal mehr davon. Mit Klitschko und Summer Jam. Das Geile ist, dass Freddy ja da die Voice-Over spricht. Ja, er spricht das ja ganz, das Ganze. Weißt du, was ich meine? Also ich bin immer in die Stimme und da musste ich ja auch so, wie heißt das nochmal, Celebrity Hunted. Ja. Und dann stand ich da drin und ich bin ja kein Sprecher, weißt du? Und ich bin jetzt auch nicht schon so leicht Legastheniker, um ehrlich zu sein. Und dann stehst du da und weißt du, und dann sind so 5, 6 Leute von Amazon da und hören dich halt ab und sagen mal so, ja, ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr, und denkst, Alter, wollen die mich verarschen? Was mache ich hier überhaupt? Weißt du? Und dann muss ich noch Kida und Summer dazu sehen, was denn du Scheiße machst den ganzen Tag. Und das auch noch kommentieren. So. Aber trotzdem, was macht man nicht alles? Ja. Es war halt eine Show, wo so Promis sich so verstecken und du hast kein Geld und du musst klarkommen. Und das war eine schöne, gute Erfahrung. Und Summer ist ein sehr guter Mensch. Den habe ich da sehr gut kennengelernt. Und ja. Wie ist der Klitschko, Bruder? Der war auch super cool drauf, super nett drauf. Ey, ich muss auch sagen, Stefanie Giesinger, wo ich immer ein falsches Bild hatte von der, ich hatte schon mal mit der gedreht und so, aber auch ein ganz nettes Mädchen. Und aber das Ding ist dann, ich muss das ja kommentieren, weißt du, und da sind dann teilweise so, eine, wie nennt man sie? So TikToker. TikToker-Influencer, das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ja. Ich denke mir, oh weia. Aber die sollen mehr Fans haben als alle zusammen, die da waren, Digga. Ja, krass, war, aber da kriegen wir, ich weiß ja nicht, seid ihr so am TikTokern oder sowas? Ich weiß auch, ich habe das auch nie gemacht, so, weißt du? Gott sei Dank noch nicht. Nein. Aber das Ding ist, ich hatte vorgestern... Aber eigentlich sollte man. Ja. Ja, wahrscheinlich, ist so. Ich hatte vorgestern einen absurden Traum, Jungs, Alter. Da hatte ich so einen Traum, dass ich so einen TikTok-Scheiß und sowas mache, nur noch so klein. Da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Fällt mir jetzt gerade ein. Albtraum, das war ein richtiger Albtraum, Mann. Andere Welt, Alter. Hier ist mal was viral gegangen. Ich glaube auch durch der Carsten Stahl-Podcast kam hoch, weil bei TikTok auch präsentiert wurde. Okay. Und ich kriege ganz oft irgendwelche Transvestiten oder sonst was, die sagen, wie alt warst du, als du 6 warst? Das wohl auch wie reingegangen bei TikTok. Der Beste von allen. Auf jeden Fall. Wir haben Carsten Stahl Podcast, war nicht das Einzige, was bei TikTok sich verbreitet hat, aber nicht durch uns. Da kamen Leute, die sagen so, ey, Respekt und so, ihr habt über 1 Million Klicks mit dem Carsten Stahl Podcast, aber auf TikTok habt ihr doppelt, 3-mal, 4-mal, ist so was, wirklich? Echt krass, okay. Gar nicht mitbekommen, aber das ist halt ein crazy Trend, halt. Mhm. Ne? Ja, vielleicht, voll. Bei dir würde es eigentlich gut passen, Bruder. Eigentlich müsste man diese ganzen kleinen Schnipsel, Joints verschlucken und so, diese Sachen, das würde voll durch die Decke gehen. Aber kennst du den besten Spruch von Boogie? Ja, aber die meinte... Ich bin kein Schauspieler, aber meine Frau sagt, Moritz, bleib voll. Der Schauspieler mögt den auch. Sie haben improvisiert. Du hast uns eine kleine Gastrolle gemacht und der B hatte mich hingefahren, da glaube ich, nach einem Podcast vor letzten Sommer oder so oder vor einigen Monaten und dann mit Finch. Und dann sollten wir improvisieren bei einer Bestattung. Und dann waren wir da bei dem Bestattungsunternehmen und ich und Finch haben improvisiert. Wir waren 2 Bestattungsatzen, die immer den Leuten die Goldzähne raushauen, dass wir abends in ein Etablissement gehen können. Und dann kam die Frau, denen der Laden gehörte, meinte, nein, das könnt ihr bitte nicht machen. In unserer Branche passiert das wirklich ganz oft und wir können das nicht machen. Ja, muss man aber wirklich aufpassen. Ja. Das ganze Zahngold und so, das sind alles Halunken, ich schwör's dir. Wann kommt der Film, Kida? Ja. Wie heißt der überhaupt? Rockos Reise. Ja. Da haben wir beide zum ersten Mal Regie gemacht, also zusammen. Das war so, ich bin eines Abends rumgelaufen,
bei mir da hinten in Lichterfelde, dann hat er mich angerufen, er sagt so, Freddy, sag mal, du hattest doch diese eine Idee damals. Ich sag so, ja, ja, ich weiß, welche meinst. Er sagt so, ja, darf ich die haben? Ich sag, nee, auf keinen. Das ist meine Idee, so, das ist, was ich meine, wir können. Und er meinte dann so, ja, okay, dann lass uns da zusammen Regie machen. Und zwei Wochen später haben wir irgendwie einen Film gedreht, wir haben das auf dem iPhone gedreht, auf zwei iPhones mit so einem Gimbal. Mit guten Linsen, einer mal Pfotenlinsen und dann, der ist jetzt im Schnitt und wir werden jetzt mal gucken, peu à peu, wir haben nochmal nachgedreht. Wir wollen schon auf einem großen Festival damit so. Ich weiß auch, was es heißt, wenn Freddy die Regie übernimmt. Hier, macht was da wollt. Ihr dürft ja machen, was da wollt. Ja, klar, aber so das Leben ist ja auch lebendig. Weißt du, wir sind ja nicht so Leute, die ganze Zeit sagen, nee, jetzt bin ich nochmal, weil es lebt ja, wir haben ja auch Charakter am Start. Wir haben voll viele Leute einfach auf der Straße getroffen. Zufälligerweise in Charlottenburg rennen ja viele von unseren Kollegen rum. So. Die haben wir sofort eingebaut. Ja, hier zum Beispiel Michel Matijevic von Hotte im Paradies und sowas. Haben wir so, Hotte, Junge, spiel mit. Und so, alles Mögliche. Die waren schon alle am Start dann so. Das war ganz gut, ja. Ah, ihr habt mit dem iPhone gedreht, wirklich? Mit ja, mit zwei iPhones. Das kommt ins Kino, ja? Das wird wahrscheinlich... Festivalfilm ist Festival. Halt, also ist ja. Eher aber so wir wollen auch damit ins Kino. Ja, aber ist ja für die große Leinwand. Ne? Aber wir haben auch einen Kameratest gemacht, dass es nicht so pixelt und so, haben spezielle Linsen genommen und mal sehen, wie das Ende wird. Es ist sehr schwer im Schnitt, den Film so hinzukriegen, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Okay, ich bin gespannt auf jeden Fall. Das klingt schon mal sehr verrückt, Alter, mit dem iPhone, oder? Ja, einfach gemacht. Weißt du, manchmal ist es ja so, da musst du einfach Sachen machen. Ey, du gehst in die U-Bahn, drehst einfach. Du gehst dahin, drehst einfach. Das Beste war auch, wir sind U9, glaube ich, gefahren. Wir waren hinten Oslo und mussten eigentlich alle wollten aussteigen. Wir sagen so, ja, lassen wir das mal drin bleiben. Und bis da hinten Sackbahnhof, ne, bis er dann so dreht. Und dann meinte so der U-Bahn-Fahrer, hello, Sie können ruhig drin bleiben, kommen Sie mal nach vorne. Und dann war da vorne. Und dann sind wir durch die U9 schön nach Steglitz durchgefahren, weißt du, mit dem Fahrer zusammen. Und so, Hammer, Alter. Aber Props an die ganzen, früher hat man sie gehasst, die Kontrolleur. Nö, brauchst nicht zeigen und so. Nee, war kein Kontrolleur, war der Fahrer. U-Bahn-Fahrer. Ja. Top Junge. Also, she is on that, so. Geil, sehr schön auf jeden Fall. Was habt ihr noch gesagt gerade? Irgendwas, zwei Sachen hatten mich gerade kurz rausgebracht. iPhone war das eine. Ja. Was war da noch? Jetzt habe ich es vergessen. Aber ist auch egal. Leute, also, Carsten von der Straße B? Nee, aber was auch nochmal interessant ist, das ist jetzt euer gemeinsames Regiedebüt, ja? Ja. Und das habt ihr vorher noch nie gemacht gehabt, weil ich kenne euch filmisch gesehen seit Oma, aber dich habe ich kennengelernt durch Idil damals, ne? Idil Baydar. Auf jeden Fall schöne Grüße an Sie. Genau. Ja. So, aber Oma hatte ich damals gesehen, das war das erste filmische, was ich gesehen habe. So. Von Junaid Kaya, ja. Da haben wir uns auch kennengelernt und dann haben wir sehr oft zusammen gearbeitet, bis jetzt. Und ich habe das Regie-Ding mich ein bisschen vorher getraut. Ich hatte eine Idee und hatte keinen Regisseur gefunden, der dann passend war. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich mache es einfach selber. Aber ungelernt. Ungelernt, ja. Also wir lernen ja am Set. Und da habe ich euch kennengelernt, zur Zeit von Oma, Freddy und ich kannten von Seen durch Südberlin. Aber wir waren bei unserem Bruder Fraunarzt bei der Party. Da stellte uns der Bruder Gumpi vor und du redetest von einem Film, der Oma hieß. Und da hat der andere Rapper mitgemacht. Wie hieß der nochmal? Welcher? Skin. Skim, nee, ist ja kein Rap. Ach, stimmt, der hat ja auch gerappt. Auf jeden. Skim, der Writer vom QB, ja, der ist cool. Skimmy, ja. Auf jeden, ja, genau, da hat er mitgemacht. Ja, auf jeden. Dann war irgendwann mal Taktlos da und Taktlos hat ihn nicht gegrüßt. Nein. Dann sage ich, warum grüßt ihn nicht? Er hat rote Haare. Ey, jetzt fällt mir auch wieder ein. Kinder, du bist mit Taktlos manchmal unterwegs, da kommen wir später drauf zurück. Ja, aber Takti hat auch mitgespielt. Taktlos hat auch mitgespielt. Erstmal alle klatschen für Taktlos. Ja. Er wollte den Podcast, aber nur wer der Erste ist. Und jetzt war nicht der Erste, der kam. Komm aus dem Klatschen nicht raus, Bruder. Der lebt jetzt in Valencia, habe ich gehört. Ja. Echt jetzt? Ich habe gehört, der lebt jetzt in Valencia. Niemals. Ich habe Barcelona gehört. Von Taktlos kommt ja die Frage: Gibt es Leben vorm Tod? Ja, ich klatsche wieder. Ja, krasser Typ auf jeden Fall. Digga, wie war das denn damals, als du sterben musstest quasi? Ja. Wie hast du das aufgefasst? Bei welchem Film? Bei 4 Blocks, Bruder. Ach so, da, ja. Ja, das war... Wir haben ja erstmal nicht dran geglaubt. Wir dachten, er kommt wieder. Ja. Wir dachten, es ist so ein John Schnee-Ding. Es war schon, während den Dreharbeiten war das schon sehr schwer zusammenzuarbeiten in diesen aggressiven, emotionalen Szenen, wenn man sich mag, wenn da was passiert und so. Aber das Ding ist, man muss auch dazu sagen, meiner Meinung nach, ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich nicht weitergelesen, aber wir haben uns alle getroffen und dann ist ja erstmal so eine Leseprobe. Das heißt, alle sitzen da, keine Ahnung, von Massiv, du, Icke, Gringo und Welse. Aber das Beste war erste Tag Leseprobe und wir sind alle immer so locker hingekommen und Massiv, der war der Krasseste, der hatte so...
Stift und jede Seite so bemalt, markiert mit so einem Streber. Digga, jede Seite und sowas. Aber das Beste war dann immer, weißt du, ich kann ja schon schlecht lesen und dann war ich da an dem Tisch, war ich der beste Leser. alle mit Finger, Digga. Damit sie nicht springen, weißt du. War wirklich, dachte mir, das kann ja was werden. Und worauf ich hinaus wollte, und wir hatten, glaube ich, diese ersten beiden Drehbücher. Wir wussten alle noch gar nicht eigentlich, wo gehen unsere hin. Also wir wussten, wo kommen wir hier irgendwo, ne? Aber wir wussten ja nicht, wir haben ja quasi beim Drehen ging es dann immer weiter, dass wir wussten, okay, die Geschichte wird so enden, ne? Und wir dachten ja auch, also so dachte ich, beim Tod und der Regisseur, ich dachte mir, okay, alles klar, wir machen diese Staffel und danach ist vielleicht aber auch finito. Wir wussten ja nicht, dass so ein Anklang findet, weißt du? Mhm. Das heißt, deswegen bin ich Idiot ja auch so gestorben, wie ich gestorben bin, Alter. Also setzt man irgendwie noch mal so schnell, so keine Ahnung, weißt du? Aber so, ich habe mir das dann noch mal angeguckt, weil ich habe natürlich mit den Idioten da jeden Tag am Set zu stehen, macht natürlich schon Spaß, ne? Und dann war es so, dann habe ich mir das Ende noch mal angeguckt und dachte so, fuck, Alter, so kannst halt nicht weitermachen, weil Blut aus dem Mund. Ich war auch so blöd. Frauenarzt las mir das Drehbuch vor. Ich habe durch dich ja bei 4 Blocks das hat nicht geklappt. Aber danach, das Casting hatte ich bestanden, hat mir nochmal die Rolle bei Para klar gemacht und ich freute mich voll. Ey, keine Ahnung, ich bin voll geile Szene, ich werde abgekleidet. Ich dachte, du Idiot, bist in der zweiten Staffel nicht dabei. Aber, und ich muss erstmal an der Stelle sagen, 4 Blocks, ihr habt rasiert, ich habe es mega gern geguckt, vielleicht die erste deutsche Serie, überhaupt Serie, die mich gecatcht habt. Ja. Und du hast ja die ganzen Rollen ohne Stuntman gespielt, jetzt mal ehrlich. Ja, klar, aber wir machen das. Prügelrollen und so, ja, Riesenrespekt. Ja. Ey, aber das Ding. Jeder auch. Aber ihr habt rasiert. Das Lustige war auch, wir haben ja da gibt es ja so eine Kampfszene mit Wesel. Und da war es auch so, wir kamen da hin, wir haben gar nicht geprobt. Ne? Du hast dann so, auch so 6 Stuntmans, die gegen dich kämpfen. Und du warst nur kurz so zack, zack, zack. Und den einen Typ habe ich auch voll die Nase gebrochen. Der ist so reingerannt, der hat eine Sturmmaske auf, macht so hoch. Und ich kannte den schon Ewigkeiten. So Steve hieß der, Steve, glaube ich. Macht so hoch und ich sehe nur so, da sag ich so, fuck, Alter. Es muss auch schwer sein. Ich bin fast gestorben. Ich musste dieses Mädchen schlagen. Es war so schwer, dann da zu stoppen. Und dann Ding ist, hat aber auch wirklich nur getippt, weißt du? Du weißt doch nicht so, tipp, nur getippt und dann trotzdem, papp, gebrochenes Ding. Was machst du denn da gerade? Ich hab mal so vor. Die alten Knochen, meine Bandage. Ja? Die hatte ich vorhin auch noch an. Ja, ist gar nicht so leicht, Mann. Also ich war mal einmal beim Set von Plan B, auf jeden Fall Grüße an alle Beteiligten, vor allem Real Deal Action. Und da kam Jan zu mir und meinte auch, ja, wir müssen jetzt eine Prügelszene machen und so. Ja. Und mach mal jetzt so und mach mal so und dies und das. Und ich dachte, ja, voll einfach. Aber vorm Film ist was anderes, als wenn du echt jetzt jemanden hauen willst. Weil das sind so ganz andere Bewegungen. Du musst so viel Dollar ausholen und schwingen und bla und blub. Damit das was aussieht, damit die Kamera auch sieht, dass du nicht triffst. Ja, du musst für die Kamera und alles. Ja, voll. Der Kasselkampf, das ist so nervig, das dauert so lange und das... Ja. Du bist ja immer Boss, du musst ja nur schnipseln. Nur ansagen. Wie King Ali sagt, ich bin ein Ghetto-Boss, der selber nicht stiehlt und der selber nicht kocht. Sehr gut, so muss es sein. Aber es war schon... War es ein Überraschungserfolg für alle Beteiligten? Also ich hätte nicht gedacht, dass das Ding viral geht. Ich dachte, wir machen was für den Sender und der Kleine ist so. Aber ich sag immer, MacGyver hat Sat.1 berühmt gemacht, wir haben TNT berühmt gemacht. 100%. Okay. MacGyver, den MacGyver. Ja, Mann. Krass auf jeden Fall. Es ist ja auch einiges danach dann passiert, aber es ist eigentlich so der Genre-Opener. Ich denke mal, wenn jetzt alles weitergeht und, sage ich mal, die Schattenseiten dieser ganzen Sache, also viele Leute aus der Industrie sind auch abgefuckt wegen diesen Nummern. Aber wenn es mal so weitergeht, in 5 Jahren, 10 Jahren, 20, 50, spielt keine Rolle. Jeder wird aber trotzdem sagen, der Opener war 4 Blocks. Ja, ich glaube auch, was auch wirklich guten Anklang gefunden hat, danach waren irgendwie das alles, wird nun mal so als Kopie aufgenommen, so ein bisschen. Ja. Auch wenn sie probieren, in eine andere Richtung zu gehen. Dogs of Berlin hatte halt sehr viel Pech, dass sie gleich einen Monat nach uns rausgekommen sind. Naja, ein bisschen später, aber das war schon auch irgendwie so basierend. Ne? Und die Erwartung war immer wie bei 4 Blocks, und es war was ganz anderes. Ja, die Nummer war, du hast gesehen, wie es kalt. Jetzt weiß ich, warum die Tür ist offen. Alter, mir ist auch kalt. Gut, ich dachte schon, wie der Einzige hier. Du ziehst schon deine Handschuhe an. Langwitzer, wir haben es ja am Eisblock. Langwitz-Kirche, wa? Auf jeden Fall. Ich glaube, 4 Blocks war das so, was für Amerika Colors, Boys and the Hood und Menace to Society war. Ne? Ja, für Deutschland auf jeden Fall. Das Ding war halt, was ich noch sagen wollte, bei Dogs of Berlin, ich bin ja dann, wenn du nach durch Berlin gefahren bist, was ja so an jeder Bushaltestelle, an jedem Bus, hingen Riesenplakate und so, die haben ja so krass Werbung gemacht. Ja, dachte ich mir auch so, Alter, war ich fast schon traurig, dass sie es für uns nicht so gemacht haben, aber es ist dann trotzdem gefloppt. Ja, am Ende zählt echt, dass ist Mundpropaganda ganz wichtig.
Weißt du, was ich meine? Da kannst du ein Plakat aufhängen von 10 Metern. Wenn das Ding nicht funktioniert, dann, also ich will jetzt nicht haten gegen Dogs of Berlin, da haben Freunde mitgemacht, der Regisseur, den mag ich sehr, aber es war halt zu einer falschen Zeit. Es war es wie Zidane und Miku, so, weißt du? Zwei super Fußballer, aber Miku ist zur falschen Zeit geboren, so. Zidane war... Ja, ein paar Sachen hat man filmisch auch, glaube ich, falsch gemacht. Ja. Bei Dogs. Also ich habe selbst mitgespielt, für alle, die es verpasst haben, Folge 7. Ja. Aber ich habe gemerkt, auf jeden Fall, also Christian super ambitioniert, Budget ohne Ende. Aber so ein paar unnötige Sachen einfach, finde ich. Ja, das mit den in der Grube fallen und so in der ersten Folge da oder in der zweiten. Wo sie ja, das war schon so mehr so Fantasy, Fantasy-Serie. Wollte ich mich B anschließen, also bei eurer Vier-Block-Serie. Aber warte, bevor es aussieht, als wenn ich die Scheiße hate, wo ich selber mitgespielt habe, das ist nicht der Fall. Ja, also ich finde, Dogs of Berlin hat einige Sachen besser gemacht als Vier-Blocks, viele Sachen nicht besser gemacht als Vier-Blocks, aber da war eine Qualität dahinter und Aufnahmen und Aufwand und wie das teilweise ausgesehen hat, die Wirkung und auch teilweise das Acting hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Aber es waren halt so ein paar Entscheidungen, die habe ich einfach nicht verstanden und nicht gefühlt. Man muss keinen Kreuzberg-Kreis Kaiserwarte erfinden. Ja, das gibt's nicht und es gab's nie. Und man halt muss auch keine AK-47-Schießereien irgendwie am Kotti machen und so, wo dann die Bullen dann irgendwie durch Feuer müssen und so. Das ist ein bisschen too much. Aber auf der anderen Seite haben sich dann die Rocker, wie kleine Kinder dann, irgendwo in so einer Matschspitze getroffen und haben sich dann so bam, bum, bang gegeben. So, weißt du, so. Das ist so unnötig einfach. Muss ich mich Belasch anschließen? Ich hab's dann auch beim zweiten Mal, weil B machte mit und viele Jungs machen damit. Monier macht mit, der Top-Arzt. Und dann wollte ich auch gucken, hab's mir erstmal ausgemacht und beim zweiten Mal auch voll durch gesuchtet, aber unter anderem so irgendwie Erwartungen. Bei Vier Blocks war es schon so spannend, so man war gecatcht und das war dann eher so ein bisschen Alarm Cobra 11 auf Schamund mit AKs. Applaus. Aber ich sag euch, ist ja trotzdem auch der Fall, ne? Also manchmal macht man ja auch Projekte, also vielleicht ist es so, dass du manchmal Filme drehst und denkst, du, ey, das wird ein richtig geiles Ding, das wird richtig Hammer, weißt du, und du fühlst es total, ich rufe ihn manchmal an und sag so, Dicker, neuer deutscher Filmpreis, Schwester, hab so rasiert, hab so gefühlt, dann guckst du dir das an und denkst so, Alter, was hast du da gemacht? Weißt du, was ich meine? Dann guckst du den Film an, der ist scheiße und du bist selber auch noch scheiße und manchmal trübt dein Gefühl. Weißt du? Ist das so, ja? Das ist leider weil so. Wir, wenn Belasch jetzt, wir haben jetzt hier aufgenommen, wir haben die Tage geschrieben, aufgenommen, sag ich mal so zum Beispiel, und wir gehen dann hier raus, wissen wir schon, was danach passiert mit dem Lied, wissen wir auch nicht, aber wir wissen schon ungefähr, ihr wisst ja oft gar nichts, nein, was ihr gemacht habt. Gar nicht, ich wollte gerade sagen, das ist bei Musik genauso. Manchmal machst du einen Song und du denkst jetzt, du hast jetzt irgendwie die Rap-Landschaft gefickt, Bruder. Jetzt muss jeder einpacken gehen. Trotzdem wissen eine Woche später sagst du, kommt nicht aufs Album. Ja, aber wir wissen trotzdem mehr, was wir gemacht haben. Weil wir können es ja sehen. Ja, wir haben ja, mehr Einfluss drauf. Du spielst es halt und dann denkst du trotzdem, okay, alles klar, du hast dich gerade so, du hast die Scheiße so gefühlt, aber es kommt, dann guckst du dich an, aber es transportiert sich nicht. Weißt du, was ich meine? Also ich spüre das halt überhaupt nicht. Also nicht, dass ich quasi, also manchmal muss man drüber nachdenken, innere Wirkung und äußere Wirkung. Wie bei Ladies. Wie bei Ladies, Digga. Aber eigentlich bei der Musik, ja, manchmal denke ich so, Alter, das kann doch bestimmt ein Ohrwurm werden und so, ja. Dann sage ich Samajem, das sagt der Bruder, das ist nicht so, glaub mir mal, weißt du? Also, ihr habt da echt ein besseres Gefühl für, wie wir beim Film so. Aber ich denke mir so, wenn ich will, so, wenn ich Musiker werde, so, ich würde jedes Mal so in den Top 5 sein, so glaube ich. Weil ich weiß, glaube ich, was die Leute hören wollen, so. Ja? Siehst du, das so. Denkt er jetzt. Das nächste Album, Kida Ramadan, Autotune. KKL, King Cool Kida. Geil, jeder wartet. Ich sag dir ehrlich, Bruder, die warten drauf. Ja? Ich hab mal, wen habe ich das mal gesagt? Ich habe gesagt, du, wenn ich ein Album mache, verkaufe ich doch bestimmt mehr als der eine oder andere Rapper, oder? mehr als wir, meinst du? An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ist so, Bruder. Ja, ey, probier doch. Tony Hamadi macht ein neues Album. Ja, genau. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich mag den Mike Tyson-Rap. Ich habe für unseren kleinen Marvin jetzt den Rap gesehen, hier von TV Straßenzoll. Ich finde es immer so sympathisch. Auch das, was da Money Mark und mit Knossi und so, wo sie alle gerappt haben, ist okay. Ist okay. Ich find, jeder kann kein Spaß Hate. Haben, weil der beste Rap auf der Welt ist der Mr. T-Rap. Er war auch ein Schauspieler. Also, jala, fang an. Ja. Würde ich auch sagen. Aber du bist schon sehr Tony. Geht es dir langsam auf den Sack, dass du Tony bist, Bruder? Nö. Gar nicht? Nee, weil ich nicht drauf reagiere. Das war eine Figur, die ich gespielt habe und die Leute sehen das so. Und das ist ein Zeichen von Respekt. Authentisch haben sie es so gesehen und dann sollen sie es so denken. Aber bist du cool damit?
Ich bin cool damit. Weil wir haben dich bei King Sasa zum Beispiel beim Video gesehen, bist du Toni. Weißt du, der Friseur heißt Toni. Du bist Toni, du bist einfach Toni. Ja. Also, weißt du? Ich sagte meiner Freundin, die mich gefahren hat, dass auch zu der Vier-Block-Zeit kamen Jugendliche oder ältere Kinder und haben dich nach Drogengeschäften gefragt, ne? Ja. Alter. Ja. Ein, zweimal. Dass sie für mich arbeiten dürfen. Stell dir mal vor, Method Acting. Takeshi Kitano hat bei Brother so krass gespielt, dass die Leute gesagt haben, der Typ ist von der Yakuza, so weißt du. Ja, Mann. Der Typ hat früher Takeshis Casting gemacht, kennt ihr das nicht? Ja, na klar, Bruder. Ist damit super witzig. Damit er die anderen Dinger irgendwie produzieren kann. So geil, oder? Zu funny. Es gab ja auch so einen Film, einer flog übers Kuckucksnest. Ja, genau. Diese in der Anstalt, ja, diese ekelhafte. Jack Nicholson, ja, aber die Braut, die ihn immer gequält hat und alle gequält hat und so, die hat damals in den 70er Jahren auf der Straße immer Hate bekommen, weil in den 70ern waren die Leute noch nicht so weit. Ja, und wenn du da getroffen wurdest, die dachten, die ist wirklich die. Ich glaube, das ist aber immer noch voll der Fall. Also ich glaube, dass Leute überhaupt nicht abstrahieren können manchmal, was ist echt und was ist nicht echt. Also ich habe es damals gemerkt, ich habe mal so eine Rolle gespielt, das war dann so Schulstoff, ja, Die Welle hieß es. Da habe ich so einen Typen gespielt, der so läuft, weißt du, mit Sandalen, so voll den Hängengebliebenen, der sich am Ende erschießt und sowas. Und dann denken die natürlich, du bist halt doch voll der gebliebene Idiot, Alter. Und da musst du dir, ey, Dicker, und weißt du, wie du das mit dir macht? Das ist echt, du kriegst einen Zittern. Wie heißt der Kollege, der Holländer, der bei Vier Blocks immer die Koks-Deals verkackt, weil er auf der Nase ist? Ach so, hier, Gerdi. Und Gerdi, den habe ich mal im Club getroffen, warst du heute dabei? Der war voll sauer, weil alle denken, jetzt war der Spaß. So, also jetzt sage ich mal so, ja, genau. Ich kenne eine lustige Geschichte mit Moody, der sagt, da kam ein kleiner Junge in Neukölln auf den Schauspieler vom Moody-Video zu, der bei diesem Liebesdrama Moody abgestochen hat, natürlich im Film, im Video, und wollte ihn angreifen, ja? Ja, genau. Ey, Digga, es gibt Leute, Alter. Hey, Ludwig Trepte hat in dem Film meine Frau erschossen, ja? Der hat Morddrohungen bekommen. Hat er meine auch erschießt? Bei mir war das aber auch, fällt mir gerade ein, bevor die, bei der ersten Staffel, bevor der kam, das kam ja mal so peu à peu, so, Woche für Woche kam ja eine Folge raus. Ne? Und da waren wir noch bei der vierten Folge, glaube ich. Das gibt, glaube ich, sechs. Hat nicht einer gesagt, komm zu Gotti, ich fick dich und so. Und ich habe gesagt, Digga, eigentlich müssen wir jetzt hingehen. Alter. Wir waren gerade am Girlie hinten gesessen. Ich sag so, eigentlich müssen wir jetzt da hingehen. Also, nimm noch Abpass mit. Ja, genau. Ja, aber das Krasse ist, das war dann erstmal so. Und dann hat sich das alles so legitimiert, so nachdem ich, weißt du, den Jungs dann so geholfen habe. Da war wieder eine andere Nummer, okay, er ist einer von uns. Aber weißt du, was einmal krass war? Da habe ich einen Film gespielt, da hatte ich ein Hakenkreuz reinrasiert in meine Brusthaare, Alter. Dicker, richtig heavy, ja. Und es war Sommer, weißt du? Und ich habe einmal nicht dran gedacht, es war an der Ostsee, so raus und dann auf einmal, fuck. Du warst auf den Taktus-Cover. Nee, aber musst du dir vorstellen, nicht dran gedacht, weißt du? Und dann hast du, weißt du, das ist ja eine Rolle, Alter, hast einen Haken. Ja, es ist halt eine Rolle und ich finde, die Attitüde habe selbst ich, der auch manchmal schon pauschalisiert Vorurteile hat, jeder. Aber ich denke mir so, zum Beispiel die Rolle, die ich durch Kinder-Abi hatte bei Para, da spiele ich jetzt mal das hier so ausgedrückt, was ich nie machen würde. Zwinge eine Frau zu Sex und schlag die und ja, also so ganz viel, es ist ein Charakter, mit dem ich nichts zu tun habe. Habe ich null Probleme mit. Wenn ich jetzt auf dem Album sowas rechtfertigen würde, das bin ich, selbst bei Matthias Crime, ist überzogen, lustig, ist immer Boogie. Aber dann doch, ich finde, das ist dann, also, wie gesagt, ich würde dir nie einen Vorwurf machen von was du spielst. Ja, natürlich, darf man ja auch nicht, weißt du. Bei Rap ist anders, finde ich. Aber ich finde ja bei Rap, ich finde, das ist alles eine Kunstform. Also, wenn wir jetzt über Rap reden wollen, also, ich sag dir, wie es ist, und damals, was man gehört hat, auch egal, ob Bassbox hin und her, ich habe das immer mit einem Schmunzeln gesehen und sowas. Weißt du, mit einem Schmunzeln, aber ich hab's auch gefühlt. Weißt du, das ist so beides. ACO, bin ich ernst genommen, Freddy? Freddy ist ja Bassbox-Fan. Ja, voll. Ich finde, Bassbox habe ich immer gefeiert. Und Bassbox haben ja alle gefeiert. Das ist wie McDonalds. Voll. Keiner gibt zu. Aber nee, du hast Erfolg und gibst es zu. Alter. Freddy hat Erfolg. Springt den Bunker, fand ich überkrass. Die Beats fand ich übertrieben. Steiger, du und deine Crew. Ihr labert so viel Kacke. Nee, und jetzt drehst du doll am Zeiger. Euer Hilfsflug ist für euch nicht gut. Ich habe Wut und Magen, Alkohol und Blut. Geht zurück nach Stuttgart. Geht zurück nach die Stadt. Aber Boogie, sag mal, die besten drei Rapper in Deutschland, von deiner Sicht aus, würde mich Boogie, mal interessieren. Boogie, Boogie wahrscheinlich. Aber ehrlich, die besten drei, so Platz 1, Platz 2, fang mal bei Platz 3 an. Ich guck schon ganz aggressiv von der Seite. Ja, da ist meins. Wer? Also ich sag immer, meine 1 ist Chaka, das klingt komisch. Wer? Chaka zum Beispiel. Chaka ist von Frankfurter. Man kennt die von den Wahrheit-Alben. Also Azad, sehr stabil. Chaka. Aber meine Homeboys ist ja real. Ich habe damals vor 10 Jahren schon B immer gesagt, weil ich seine Musik so krass feier. B höre ich gerne.
Ja. Klingt hart, muss ich sagen. Ich höre die alten Sachen von Desop, wo ich mit allem, was danach passierte, Daumen runter macht, Traum runter gemacht habe. Weißt du, ich höre eigentlich ziemlich viel. Frauenarzt ist ein krasser Motherfucker. Jetzt hat man irgendeinen vergessen. Aber Top 3 ist schwer, ne? Ja, aber auch jetzt klar, ja. Belasch, Wesel, Frauenarzt sind schon Homies. Chaka ist echt so ein Typ, der könnte auf mich. Chaka, gib dir Chaka ein richtig Ohr. Du echt, bist ja? Gechallert, jeder wirst, drop dich wie ein Basie. Baby, baby. Geiler Typ. Und auf jeden Fall, wen muss ich noch sagen? Ja, Chaka, B, Wesel, Frauenarzt. Ja, Savasch auch krass, ey, ich hab Tausende. Ja. Ja, sag dir doch mal. Sag dir doch mal. Also ich höre gerne, nicht weil es ein sehr guter Freund ist, ich höre schon gerne Wesel so. Und keine Ahnung, also wenn ich mich jetzt entscheide, aber an Savasch kommt man, glaube ich, gar nicht vorbei, oder? Nee. Also ich kann, bei mir ist es so, dass ich halt voll klatschen geblieben bin auf die alten Sachen. Ich höre halt gar nichts Neues, ich habe gar keinen Plan von der neuen Musik. Das war so früher, was man so bei LimeWire irgendwie runtergeladen hat, weißt du, was ich meine, so alles, oder bei Downstairs so bekommen aber hat. Bei den neuen, da gibt's fragen wir Freddy, ja. Dein Horizont ist ein bisschen eingeschränkter. Ja, wer ist dein Lieblings-Bassbox-Rapper? Natürlich du, wenn ich will ich jetzt mitrechnen. Ja, da gibt es einen neuen Jungen, der heißt Paschamin. Wie heißt Paschanim. Der? Paschanim. Aus Kreuzberg, ne? Der ist aus Kreuzberg. Der ist super. Also den, das mag ich so, was er macht. So. Der hat so einen eigenen Style. So. Nicht dein Fall? Doch, ich denke gerade nach, ob ich ein Lied von ihm kann. Ich bin immer ehrlich, Kinder. Was auch lustig war, so früher, was war das? King Orgasmus und sowas mit Orgi. Wir klatschen. Orgi habe ich vergessen. Orgi safe, einer meiner Lieblingsrapper. Immer bringt er mich zum Lachen. Immer wieder. Taktlos. Ey, das ist gemein. Was wir gemacht haben, ist scheiße. Also insofern ist es total schwer zu sagen, aber ich glaube, das Ding ist es ja auch, wenn man so überlegt, ich war ja so wie alt war ich, Mann? So 10 Jahre alt. Weiß ich nicht, was, wo man so angefangen hat, so die Texte sich reinzuprügeln. Man hat ja nichts anderes gehört. Weißt du, was so ein Diss? Ich habe in Steglitz bin ich aufgewachsen. Meine Mutter hat so einen Trödelladen gehabt. Und dann hinten so einen ganz kleinen Computer, wo ich immer da runtergeladen habe und die Musik laut gehört habe. Goldesel wahrscheinlich, was? War es ja die Zeit. Goldesel nee. Hieß das, ne? Nee, das ist unser Laden, wie der ja. Hieß. Nee, da war nee, aber da, wo man runtergeladen hat. Ach so, Goldesel, das gab es, Mule, was sowas. Fatrap hat uns alle gefickt, Bruder. Das war die berühmteste Seite, Fatrap. Alle meine Alben waren auf Fatrap, alle Alben der Welt waren auf Fatrap, Bruder. Keine Ahnung, ich habe alles immer einfach nur geklickt, Digga. Und wenn hat es irgendwelche Pornos gehabt. Diese andere Seite, da war auch jeder. T.O.? Nein. YouPorn. Ich wusste, dass das sein. Langsam färbt es, weil die auf ihn abfällt. Das war so Instagram-mäßig, aber das war so MySpace, genau. MySpace. Da, wo jeder so sein Profil ja, raucht. Ja, das war Social Media als Mutter. Ja. Damit hat alles angefangen. Recht. Aber da war auch so, dass die Musiker und sowas sich präsentiert haben und sowas. Stimmt, genau, das recht. Genau. Ich finde, das Thema muss man gerade noch mal richtig differenziert sagen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Musik, die Wissen und Kraft den Zuschauer gibt, Onkel B. Wesel, Gangster, gut drauf, Wesel. Lustig, Spaß, Humor, Orgi. Stripclub, Party, King Orgasmus und Frauenarzt. Also deswegen ist voll schwer, mein Lieblingsrapper. Wie Gerichte auch, oder Weiber. Ja. Also wer ist auch krass, was krasses Album war. Sido darf man auch nicht vergessen. Sido, wie konnte ich Sido vergessen? Einer meiner Lieblingsrapper. Ja, Ansage 1 und 2 war königlich, war richtig geil, kann man nicht anders sagen. Was auch ein krasses Dings war, ein krasses Album, auch sehr lyrisch, sehr begabt, fand ich hier Mach One. Oh. Hier, das Meisterstück war krass. Alte Punker. Ja, boah, war eine Ansage. Mach, wenn Fall. Du mein altes krass. Tape nicht rausrückst, ich komm vorbei, seit ein Jahr soll Mach mein Tape rausrücken, das erste Boogie-Tape. Echt? Proletik, Poetik. Hört sich gut an. Ja, also da gab es schon ganz geile Sachen, so ist nicht, ne? Also, das war echt so Vorreiter. Und das Ding ist, man darf ja nicht vergessen, Berlin war ja immer nur, also wenn ich dann so auch diesen Beginner oder keine Ahnung, das ist ja netter Rap, aber wir sind ja nur mit Battle Rap aufgewachsen. So ein Waldorf-Rap, also. Ja. Oder die Stuttgarter, die haben da echt so Waldorf-Schulen mit. Massive Töne. Alter, Freddy am Haten, Alter, Digga. Bassbox ist nur entstanden, weil für Freddy so Leute. Ich hab's auch nicht gepumpt. Aber jetzt im Nachhinein sage ich, die hatten so ihre Daseinsberechtigung. Aber Gott sei Dank sind wir gekommen. Ja, du, ich sag dir, ich mag das halt. Ich mag Battle Rap. Ich glaube, viele Rapper aus dem Gangsterbereich sind so entstanden, weil es so Waldorf-Rapper gab. Weil die alle gehabt haben. Der Klassenverein.
Klassenfeind, der Klassenfeind. Ist so, ein Klassenfeind passt. Digga, das war unsere History. Aber was machen die alle jetzt in den ganzen Freundeskreis? Massive, gibt's die noch? Rappen ja, Freundeskreis, Max Herre macht ja noch sein Ding so ein bisschen. Okay, und die anderen? Kommt drauf an, massive Töne habe ich Ewigkeit also nicht mehr gehört. Die legt ja immer noch auf und so, das ist ja auch voll der feine Kerl. Den habe ich immer. Den ist bei diesen Freitagsdemonstrationen immer, wa? Montags. Aber bei der Weltzeituhr. Einer hat letztens Freddy Kette Insider. Was, warum so, wollen wir die Wale retten? Pogis ABC-Studio hat auch keiner gerettet. So sieht es nämlich aus. Ja, die alte Generation, die war teilweise aber cool. Wir haben auch, ich muss auch sagen, als ich Dings gesehen habe, wenn der Vorhang fällt von Max Herre, unser Freundeskreis. Ich kenne nur Vorhang auf. Vorhang auf, ja. Ist so mehr dein Vorhang Ding. Auf. Nee, aber ey, gebt euch das mal. Gebt euch mal, wenn der Vorhang fällt vom Freundeskreis, das Video ist überhaupt dick. Okay. Heute noch. Jetzt weiß heute ich auch. Rauskommen würde heute, wäre das aber krass. Zu der Zeit hatten die auch, glaube ich, die wurden gut gepusht damals. Die hatten diese, Money, Bruder. Und die haben richtig irgendwie Geld und haben sich, und die haben sich bestimmt so für so ein Video, wie ihr so, oder wir so eine halbe Stunde drüber nachdenken, die denken so eine Woche drüber nach, Bruder. Auf, aber war ein One-Take, Bruder. One-Take, muss man sagen, Respekt. Also dieses echt? Video, was ich meine, ist ein One-Take. Echt jetzt? Ja, Mann, krass gemacht. Das kenne ich nur sonst von den Spice. Da, deswegen haben wir einen Track, wenn der Vorhang fällt, auch mal gemacht. Mit Vero, wir beide. Nee, nicht doch. Deswegen, aber wenn der Vorhang fällt, ziehen die Stars die Masken ab. Ja, das ist ein anderer Take. Okay. Das war so ein paar Jahre später. Aber es gibt auf jeden Fall, also Respekt auch an die alte Schule. Nicht, dass die uns falsch versteht. Ja, so. Total, ich finde, du hast genau richtig gesagt. Aber Torch und so, die haben doch schon... Ich denke gerade am Torch, ich wollte mich hier zu viel reinbringen, aber ich habe damals nie Torch disrespektiert, weil meine Leute, die Writer Rust und so, haben immer Torch, alte Schule, Lingo ist, Scopeman und so, top aber Leute. Mal, Boogie, was macht der Sprüher Check? Den habe ich lange nicht. Check, Dicker, er ist, hat mir eine Kette geschenkt. Check, ich bin jetzt. Ich bin jetzt der Abi, obwohl er Abi ist. Weil ich muss immer Leute wegklatschen und schlecht behandeln. Hund? Er hat den Hund noch. Pass auf, ich und Gia sind vor einigen Monaten durch den Park gejoggt, durch einen Gemeindepark, auf einmal klappert es. Kennst du das Catcard? Das kannst du bei MTV bei den Ärzten-Interview sehen. Er hat ein Go-Kart. Ja. Und da hinten ist so ein Bullerwagen. Und da sind 1000 Deko-Sachen, verrücktes Ding, Belasch. Ja, so, er hat da Ketten dran, Deko und so, fährt da rum. Könnt ihr sehen bei den Arzt-Interview. Und da hinten ist jemand drin. Der trinkt immer Tetra-Pack-Wein. Und der redet nie. Der ist die ganze Zeit da hinten bei Check im Wagen und der redet nicht. Digga, und nachts ist schon ein komisches Gefühl, wenn dir Check entgegenkommt. Aber Check, top, Mann, top, Bomber. Ich hab dir so gefeiert. Wer Check nicht feiert, ist kein Berliner. Den müssen wir gleich abschieben. Check hat immer so ein gutes Herz. Ja, viel zu gut wegen Sauer-Abi. Weißt du, wenn die dann... So lange Haare noch? Ja, und da auf so Leute geht man nicht rauf. Nein, ich feiere den so krass, Mann. Was unfassbar, Scheck. Der hat doch meine Tür besprüht. Dafür hasse ich das SEK noch mehr, dass sie eingetreten haben. Ja, das ist schrecklich. Der hat den geilen Style. Wart ihr mit Graffiti auch mal verbunden, ihr beiden? Ja, so nicht richtig. Also ich nicht richtig. Ich glaube, Freddy hat da noch ein bisschen... So immer so ein bisschen drauf rumgesprüht, aber es ist ja, es geht ja auch nicht weg, weißt du? Wenn du Mark an der Hand hast... Ich habe letztes Mal Stress in Hamburg mit so einem Penner, Alter. Der hat so einen Marker, ich sag, gib mir seinen Marker, da wollte er noch frech kommen. Ich sag, da habe ich seinen Marker eingesteckt. Auf jeden Fall, ich sag dir, ich liebe das, weißt du, immer, also man kratzt ja immer noch das Gleiche, wenn man mal überlegt, wie lange ich schon war. Bestimmt 18 Jahre immer noch, oder nee, 20 Jahre immer noch das gleiche Text. Ich habe meinen Namen nie geändert, immer den gleichen benutzt. Was ist das? Spear, S-P-E-A-R. Ach, ich habe das mal irgendwo was gesehen, so. Spear habe ich mal gesehen. Ja, ich habe immer nur rumgeflaxt. Ich weiß noch, mein erstes Bombing habe ich verkackt, habe ich einen Buchstaben vergessen und so. Ich habe mein erstes Bombing an einem Pissoir gemacht. Ja. Mit Stan. Sehr gut. Ein ICT, aber obwohl wir gar nicht ICT waren. Aber bist du also noch, Pissoir. Aber Boogie, gehst du noch ab und zu so mit einem Hoodie raus und dann. Du wirst lachen, hättest du wieder schönen dicken One-Liner gemacht, wurde erwischt. Mit böse gucken, Angst machen, entkommen. Weißt du, wer mein Cousin ist, ersten Grades und einer der besten Sprüher? Ersten Grades, East. Kennst du noch East? Dicker, East. Ismail. Mein East. Mein East, das ist mein UTS, Cousin. Das sind Götter. UTS, East. Das ist mein Cousin ersten Grades. East ist der Beste und weißt, wie stolz ich bin, seit einigen Jahren auf den James Chilling. Weißt du, wo er lebt jetzt? Er lebt jetzt im Ruhrpott. Und er malt ja immer noch tolle Sachen. Genau. Und leider ist mein Instagram, meine alte Seite, gesperrt. Sonst könntest du die Bilder sehen. Er hat für mich manchmal was gemalt. Weil ich sage immer, ich wollte früher so werden, nicht wie Torch oder Smudo. Ich wollte so werden wie East und so eine Leute. UTS Cousin, mit Hulk und so einer Crew. Das top. Ist mein Cousin erst gerade. Richtiger OG und richtiger krasser Künstler. Ey, was für ein Sprüher. Dicker, oder? Wie die sprühen. Wir haben dann immer im Anne-Frank-Haus gechillt, weißt ich du? Ich auch. Da war ich immer mit East. Und East wurde so vergöttert da. Und ich hatte Angst immer, vor euch. Ich war dann immer wie so ein Waisenkind, weil er war so der Star. So. Ja. Weil er krass wie Sprüher und so. Dann kam ab und zu auch so
von der SOS-Crew vorbei, so Amok und diese ganzen. Oder im Voss. Ja. Ah, ja. Das sind Heilige und genau. Ganz krass. Und ich bin da echt riesig stolz. Für mich ist das so, wenn du, sag ich mal, 18 Jahre fandest du Stallone gut, jetzt ist ja alles vernetzt, so Graffiti und Hip-Hop, dann kommt Stallone zu dir und sagt, ey, Kida, ich feiere deine Serie. Ja. Und ich weiß, dass ich mich nie brüste, East pumpt manchmal mein Zeug. Und dann auf Jam haben wir uns kennengelernt, waren richtig so, früher, als wir klein waren, wollten wir wie die werden. Die dicken UTS-Bilder immer in Schöneberg und Friedenau. King, da muss er dir King was erzählen. Da muss er dir, was er mir letztens erzählt hat, wer dein Fan ist, Digga. Digga, setz du mal, hält jemand an, so kommt aus dem Auto raus, er sagt, Entschuldigung, mein Name ist Seibel oder Peter Seibel, ich bin der Pressesprecher und Presseagent von Frau Merkel. Und Frau Merkel sagt immer, besorgen Sie mir alle Filme von Herrn Ramadan. Ich guck den Scheiße. Also ey, da war ich zum ersten Mal, habe ich so realisiert, Digga. Big Dog! Der Asylant ist angekommen in Deutschland. Aber sowas von, Bruder. Angie ist einfach im Kida-Fan-Club. Ja. Unfassbar. Aber ich bin die letzten 10, 15 Jahre auch ein Angie-Fan gewesen, sage ich dir ganz ehrlich. Muss ich echt zugeben. Du warst ein Fan von Angie? Ja. Ist klar, da ist die Tür. Ich muss echt sagen, ich war am Ende echt ein großer Merkel-Fan. Wir wollen ja nicht über Politik reden. Ich muss immer sagen, ganz viele sind bestimmt nur auf dich stolz, Kida. Und ich bin mal so stolz, wenn meine Mama Tatort guckt, man kann schon sagen, da hast du öfter Auftritte, ne? Oder? Ja, jetzt am Wochenende auch. Aber es ist schon, glaube ich, seit Jahren schon, ne? Ich habe mehr Tatorten gespielt als Tatort-Kommissare. Ja. Oh. Und ich bin mal so stolz, weil ich sage, das ist mein Freund, der Kida. Ja, Boogie, weißt du, was geil ist? Egal, wo man hingeht in Deutschland, egal, wo man hingeht, ja? Wenn der Name Boogie fällt, sagen alle Respekt, Chapeau. Ja, voll. Und ich außer bei B, der kennt mich. Der Belasch ist dein Bruder und ich finde immer so gut, dass er dich kritisiert und dich manchmal so ein paar Ansagen macht, weil du sowas brauchst. Ich habe einfach auf viel verdanken, weil der Boogie wäre nicht hier, wenn ich nicht den Partner hätte. Deswegen ist Belasch real und ist irgendwie nicht... auf Schleiben oder so, sondern direkt in die Fresse und sowas finde ich geil. Er sagt, welchen Popel er hat. Dankeschön. Ich kommentiere nichts. Applaus für wen? Aus Diplomatie. Applaus für mich. Alles klar. Einmal können wir auch. Aber streitet ihr euch oft eigentlich? Nie. Oder guck mal, er ist jünger, Kinderabi. Er ist jünger, ja. Aber ich bin manchmal devot zu ihm, weil vor einigen Jahren, das war oft auch, bin ich rauskommen und krass, was habe ich mich über mich ergehen lassen? Aber das musste gesagt werden. Und da bin ich auch dankbar. Es ist ein Unterschied, ob dich einer voll quatscht, wie du Kumpels auf Tasch im Park mit irgendwelcher Kacke oder ob er es gut mit dir meint. Und immer, wenn ich zulasse, komme ich einen Schritt weiter. Und liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass ich so ein paar dreckige Geheimnisse und die Skelette in seinem Keller kenne. Ja. Dementsprechend lieber mal nicht frech werden. Das habe ich bei euch allen. Ja, kann ich mir vorstellen. Also. Ja. Mein nächstes Buch heißt, ich will nicht petzen, ich muss es melden. Ja, aber wie ist das denn bei euch beiden? Also wenn wir ein Problem haben, wir diskutieren gar nicht drüber. Gleich also, rein. Wenn er einen Fehler macht, wenn ich einen Fehler mache, das wird akzeptiert, wird nicht drüber geredet. Ich halte zu ihm, er hält zu mir. Ich weiß es auch immer, ich gucke ihn nur an. Er weiß von mir, sind von 3000 Metern, Digga. Also ich muss hier aber hier parallel. Wir hatten alle hier 3-4 Straßenarzten, alle auf Augenhöhe, jeder ist bei einer Sache geiler. Aber ist schon so. Also ich muss sagen, B hat mich ungefähr 100 Mal öfter undiszipliniert gesehen, als ich ihn. Ja, und jetzt schon nah bei euch, genau. Weil Freddy, du bist wie ich manchmal, das wissen alle. Ich gehe nicht mehr drauf ein. Okay, da ist wie B ein bisschen, oder? Das ist ein biodeutsches Ding, Baby, das ist ein biodeutsches Ding. Naja, aber das Ding ist bei Freddy, wenn er eine Aktion macht, ich feiere das ja auch irgendwie manchmal radikal. So. Weil, wenn er damals mal irgendwelche Leute so angeklatscht hat und so, habe ich dann auch nicht gemocht. So. Also, deswegen hat man das alles so ein bisschen bejaht. Freddy ist schon Rock'n'Roll, wa? So Freddy ist extrem Rock'n'Roll. Ich glaube, guck mal, wenn du so B oder so vor mir hast, oder ich, da weiß man's. Wir wissen es bei Freddy, aber ich glaube, die Leute denken so, ach, der nette Junge vom Priester, vom Tölz und so. Das ist ja manchmal so. Der Junge vom Bierpinsel. Ach, ich glaube schon, die Leute, die mich kennen, wissen schon auf jeden Fall Bescheid. Früher war dann immer so, bitte, also ich weiß noch, eigentlich, es hat sich auch bei uns ein bisschen gedreht, ich bin auch ein bisschen ruhiger geworden. Eigentlich, mal habe ich meine Aussitzer, aber früher war es immer so, Kida hat immer zu mir gesagt, Freddy, bitte heute nicht, heute bin ich, Dicker, bin heute nicht, bitte heute nicht. Und jetzt ist es eigentlich andersrum, jetzt sag ich mal Kida, Dicker. Geil, also mich, die Rollen vertauschen. Also mich fangen auch viele Leute so ab und dann
Ja, da bin ich ja fast so, ich denke mir, ey, ich bin jetzt da irgendwie schon durch. Das Problem ist nur, weißt du, was das größte Problem ist? Ich glaube, die Leute verlieren es immer so nach 5 Jahren das Gedächtnis und dann vergessen die immer, wer da vor ihnen steht. Dann denkst du mir, weil ich bin echt ein freundlicher Kerl, umgänglicher Kerl, auch am Set. Weißt du, was ich meine? Ich respektiere jeden und ich würde nie jemanden von Oma Rapp handeln, ist nicht meine Art. Aber dann, weißt du, wenn du den kleinen Finger reißt, ist es dann auf einmal so, Alter, die werden frech, Alter, und du zitterst an. Verlieren die Kontinenz und denken auch, weil in der Öffentlichkeit bist du eine Spielfigur. Noch nicht mal deswegen. Das ist so, dass die denken einfach, weil jeder, so viele Menschen, bestimmt 90% verwechseln wirklich Nettigkeit oder Freundlichkeit mit Schwäche. Und das ist krass. Und ich denke mir immer, ganz ehrlich, am Anfang lächerlich. Und dann, wenn die dann noch, gerade wenn die auf Suff sind oder keine Ahnung, wenn ich mal stehe ich auf, Alter. Da muss ich aufstehen, kurz mal Aktion machen. Aber weil ich kann es doch nicht schlafen. Okay, Lieblingsfilm, deutscher Lieblingsfilm von dir. Ich, und Bela Storch. So, wo du sagst, das ist der beste deutsche Film. Außer Serie, so Kino. Willst du länger nachdenken? Ich habe eigentlich früher war kurz und schmerzlos, mochte ich schon. Also Deutsch und soll aber. Soll ich das einlocken? Wie bitte? Soll ich das einlocken? Ist es als Deutscher glaube ich schon, wäre es kein nicht gerecht werden. Und amerikanischer Film, safe. Ja, Auge um Auge. Aber nicht mit Quinn, sondern mit Mickey Rourke und Tupac. Ganz einfaches Drehbuch. War eine schöne Geschichte. Also meinst du, also mach du mal wieder Deutsch? Bruder, ich mache mich jetzt unbeliebt, aber ich mag keine deutschen Filme. Aber einer muss doch sagen. Also der mir wirklich immer wieder einfällt, der bei mir damals einen Eindruck hinterlassen hat, war das Experiment mit Moritz Bleibtreu. Okay. Okay, der war auch krass gespielt auch und sowas. Und international? Da wird es super kompliziert, einen einzigen Film zu nennen. Da brauche ich dann Genre oder so. Es gibt Terminator 2, es gibt Matrix, es gibt Blade. Rocky 1. Nee, Rocky 1. Ich bin Rocky 3, Mann. Ich bin eher Rocky 3, Shit. Er ist Rocky 4. Jeder hat so seinen Teil. Rocky alle. Und da immer kommt, die ist ja ein bisschen auf Filmport. Aber Bruder, Victoria ist kein schlechter deutscher Film. Victoria? Ja. Ich habe irgendwann die Hoffnung aufgegeben. Ich habe einfach nicht mehr geguckt. Das ist ein One-Take. 90 Minuten. Ohne Schnitt. Digga, das ist krass. Ohne Schnitt. Am Anfang denkst du... Das ist eine Ansage. Nee, ohne Scheiß. Guck ich dir das an. Das ist echt großes Victoria. Tennis. Okay. Ja, hat Freddy die Hauptrolle gespielt. Das ist krass. Da guck ich erst recht. Nee, musst du wirklich gucken. Alles ich sag klar, euch, es ist alles, ist nicht kein Schnitt drin. Ja. Ist alles in einer Einstellung. Also ich bin echt noch geflasht, Kinder, dass du mit East verwandt bist. Jetzt mal nebenbei. Ersten Grades. Wahnsinn. Der Typ ist... Das sind unsere Superhelden, West Berlin Action Heroes. Und dann wollte ich auch noch sagen, es gab auch einen coolen deutschen Film letztens. Deswegen wurden wir gesperrt wegen Hate Speech Family. Mit Ratar. Ja, klar, mit Kubilai und genau, den fand ich auch sehr gut. Gute Freunde von mir. Schön. Toller Film. Ganz und Lühnerstraße. Ja, da habe ich über den Film geredet und dann wurde ich gesperrt, weil ich das K-Wort und das Behindertenwort gesagt habe, aber hatte nur Props gegeben, tolles Drehbuch. Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wie ihr es nennt, aber ganz interessante Perspektive. Also vom Schnitt, Behindert hat es immer anderes genannt. Sehr gut. Wenn du mich mir die Frage auch stellst, ich habe auch mal eine ganz klare Antwort. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, Alter, das denke ich, müsste das jetzt unter dem Weihnachtsbaum liegen. Das Hot im Paradies. Stimmt, Hot im Paradies. Der Shit, Mann. Es geht um 90er Jahre. Stutti, Zuhälter-Business. Und Mann, Legende. Kennst du den Boogie? Legende. Hot im Paradies, kennst du nicht? Nee, aber ich habe mir oft schon davon erzählt. Dicker, das war Stutti, die luden alle? Genau. Und Stutti, Bernd und so, ja? Die muss die Monologe reinziehen, Mann. Von dem, Alter, der wirklich der Knaller. Der ist krass. Wirklich geilste. Michel Martinez, deswegen von mir die Legende. Der war bei mir in der Agentur und ich kam zu ihm und ich bin sonst nirgends bei keinem nervös. Und ich so, Digga, steht heute neben mir, Alter. Ich sag, ey, da hab ich gerne mal heute die Hand schütteln und da hab ich ihn noch so anrufen lassen. Mein Kumpel so, ey, ja, hier ist Hotter und so. Ich sag, ja, wie so ein kleines Kind, aber der, ey, Mann, Hammer, müsst ihr euch reinziehen. Hotter Paradies ist ein geiler Film auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss Freddy Lau und Kita mir ein paar Tipps schicken lassen. Also, du hast musst viel nachholen. Aber Rocky 1 nicht dein Ding? Rocky 3. Rocky 1 ist ein super Film, aber ich finde Rocky 3 besser. Rocky 3 war mit Klavaleng, oder? Ja, das finde ich der beste Teil. Krass, mit Klavaleng. Klavaleng wird dich vernichten. Aber ich liebe alle Rockys, Baby. Ich liebe auch Rocky 5 mit Tommy Gunn. Ja. Ich war ab 6 raus. Aber der Apollo-Film war gut. Mit dem Sohn. Der Creed. War gut. Fand ich auch nicht gut. Ich konnte das nicht mehr so. Teil 2 war besser. Belasch, ab 6 warst du raus. Wieso komplett über die ganze Zeit andersrum? 5 war Tommy Gunn. 6 war doch Creed schon, oder? 5 ist Tommy Gunn. Nee, 6 ist da, wo der alte Mann so selber boxt. Und simuliert wird. Und Farbe Boogie, vielleicht, dass du das nicht weißt. Die besten Filmemacher kommen aus dem Iran, Mann. Ja. Ganz großen Respekt. Die sind eh krass, die Perser. Ich sag's nicht mehr. Die sind alle schlau. Die können Emotionen, die können Gänsehaut, Respekt, ohne Scheiß. Geiler Boxfilm, Abi ist wie ein wilder Stier. Ja, Mann. Raging Bull. Raging Bull, der Shit, ja. Mit Mickey Rourke, ne?
Nein. Nee, Mann. Mit dem Robert. Mit De Niro, De Niro. De Niro, De Niro. Aber der hat auch The Wrestler, meinst du, wa? Der Wrestler. Ja, ich, Mickey Rourke liebe ich sehr gerne. Ja, ey, weißt du, was der ekligste Boxfilm ist aller Zeiten? Habe ich noch lustigerweise gestern Nacht darüber geredet. Sag mal. Dicker, dieser Film hat mein Leben gefickt. Million Dollar Baby. Ah, oh, der ist toll. Der ist toll? Ja. Was ist das für ein Abschau? Traurig. Dicker, der Film fängt so geil an wie der beste Film, der Film, den ich mir immer vorgestellt habe. Auf einmal klatscht sie einfach mit dem Nacken irgendwo gegen und ist querschnittsgelähmt. Und die dann stirbt sie am Ende, Bruder. Und dann nur noch Drama und ich heule fast vom Fernseher. Was habt ihr gemacht mit mir, Bruder? Was ist das für eine Scheiße? Ja, manchmal ich mag so eine Runterzieherfilme gar nicht. Ey, da habe ich eine lustige Geschichte. Beim ersten Rambo-Film gab es Testpublikum, wie Belasch gerade sauer auf Clint Eastwood war. Der hat, glaube ich, Drehbuch für Million Dollar geschrieben. Und dann stirbt auch Rocky Rambo 1. Da in der Stadt, da, ballert da. Und der stirbt. Und da waren die Atzen alle so traurig, haben sich voll beschwert, haben sie leben lassen. Nee, nee, weißt du, das wollte ich nämlich auch vorhin noch sagen. Bei Rambo 1 gibt es ein alternatives Ende. Ja? Richtig Alter, krass. Da stirbt er. Da schießt der Dings, Mann, seinen General, da schießt ihn, Alter. Und denkst du, was ist jetzt passiert? Das meinte er. Dicker, Katastrophe, ja. Und die Atzen in Texas waren sauer, dass der stirbt. Ja, ganz ehrlich, ist ja auch so. Ich find's gut, Alter. Stallone oder Arnold? Stallone stirbt. Nein, ich meine, wer ist besser? Stallone, Bruder. Er kommt direkt. Araber nimmt alles Stallone. Ich weiß nicht, warum. Ist so ein Araber-Ding. So ein Ronaldo. Ding. Digga, Alter. Was er hat das mit den Taliban gekämpft gegen die Russen, das erklärt alles. Arnold, ist, ich kann den nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht. Aber als Kind auch nicht? Nee. Ich kann den nicht ernst nehmen. Krass, Alter. Krass. Ich habe halt, komme halt auch vom Kampfsport, Hobby, Kampfsport und Hobby Bodybuilder, habe ein riesiges Arnold-Poster bei mir hängen gehabt und immer, wenn Leute kamen, also farbige Kram-Brüder, und dann war ein, zwei Mal voll die Debatte, wie kannst du den hängen lassen, wie diesen Tuki Will, weil den irgendwie keine Amnesie gegeben hat. Der hat irgendwie, ist ein Rap, ist ein Typ, der kommt aus... Tuki Williams ist Dings hier, Crip-Gangster-Oberhaupt gewesen, haben sie in Amerika hingerichtet. Obwohl er eigentlich im Knast so einen Lebenswandel gehabt hat, der hat Kinderbücher geschrieben, nicht Kinderbücher, seine Geschichte und so. Und dann hat Arnold unterschrieben, Todesurteil. Also er hat ihn quasi nicht aus dem Death. Und Snoop Dogg und alle diese berühmten Crips und so haben damals krass demonstriert. Ah, okay, 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 alles klar. Ja, habt ihr gesehen, wo Arnold einen Joint raucht? Nee. Bei Pumping Iron. It's like having sex with a woman. Original, der redet so, der pufft die ganze Zeit, Digga. Aber weißt du, wo es das Schlechteste ist, was ich je gesehen habe? Ich glaube, Ice White Shot ist es, wo hier, wie heißt Tom Cruise mit Nicole Kidman einen Joint raucht und dann so nach dem ersten Zug gleich so. Und so lacht, so wie so ein kleines Kind, Alter. Wo ich dachte mir, ich sag dir mal, sowas war so schlecht, Stone gespielt, sowas hast du noch nie gesehen. Es gibt keine Kifffilme, Friday. Friday war geil. Digga, Half Baked ist der beste. Digga, deswegen sage ich immer noch, wenn jemand, ich fahre extra mal so langsam wie Bibo. Beach Cruiser, Digga. Aber ich habe Kinder, aber ich habe einen Lieblingsfilm. Doch, Cheech and Chong, definitiv. Halb vergessen, Bruder. Das ist eine Reihe, aber. Ich habe, guck mal, Bruder, ich bin schon in Wein. Das ist eine Reihe. Ist eine Reihe, ja, aber es gibt ja auch drei Filme, glaube ich. Nicht mehr? Oder mehr? Hey, Louis de Funès. Auch toll. Louis und die Kohlköpfe. Louis und die Kohlköpfe. Louis de Funès. Kennst du noch die Olsen-Bande? Ja, klar. Ich habe in Skandinavien gedreht, auf einmal ist so ein Setrunner. Der sieht aus wie Egon. Ich so, Dicker, du siehst aus wie Egon. Er sagt, das ist mein Opa. Ach nein. Ich schwöre dir. Ich hab gesagt, Dicker, ich küsse deinen Opa. Egon, ich habe einen Plan, Dicker. Kam aus dem Knast, wie jeder Araber. Hat mein Opa hieß Egon, ja. Wahnsinn. Alter, so diese ganz alten Dicker, die kennst du auch noch alle, wa? Man merkt schon so. Olsenmann, du hast ihn rausgeholt. Pass auf, das kennt ihr auch beide noch. Früher gab es im Ostfernsehen Adi 1, 2, 3. Kennst du das? So eine Turnhalle. So im Ostfernsehen hat er so Sportgymnastik gemacht, so Brennball und so. Ekel Alfred war noch. Ekel Alfred, das ist der Gott. Shit, ja. Kennst du den Belasch? Das musst du Belasch zeigen. Ja, voll, Mann. Das ist wirklich das beste Humor. Ekel Alfred ist so ein reichsrechtsradikaler Berliner. Der lebt mit einem Sozi zusammen, seiner Tochter. Genau, und seine Frau. Ja, und wenn der Türke Nachbar abgibt, denkt Ekel Alfred, ist eine Bombe drin. Ja, genau. Ekel Alfred hat, glaube ich, das war der Erste, den man so cool fand, der seine Alte im Fernsehen zu sauber macht. Einfach Ekel Alfred, die Vorstufe von El Bandi. Ja, voll. Und das Ding ist halt, ich denke immer noch drüber nach, eigentlich müsste man davon ein Remake machen. Aber mittlerweile darfst du es ja nicht mehr, wa? Aber hey, wenn ihr das nicht kennt, guckt euch an. Ekel ein Herz und eine Seele heißt es. Wir nennen es Ekel Alfred. Ja, Mann, haben wir es. Mega so, lustig, das ist so, wirklich. Es ist so, wie die Deutschen immer Dings gucken. Hier Dinner for One ist genauso. Ekel Alfred wird ein Herz und eine Seele immer gespielt. Da gibt es so eine Folge, wo die einen Punsch kochen und sowas, immer. Weißt du? Ja, der Fußnagel in die Suppe fällt. Stell dir nicht so an.
Es ist Punschte, du dusselige Kuh. Ey, ich muss in so in 10 Minuten raus. Ne? Ja. Schaffen wir aber. Ja, ja. Ja, dann machen wir langsam ein Dings hier, ne? So. Ja, ey, es war traurig, ich hätte stundenlang mit euch reden, weil die Thematik so Filme ist geil. Ja, ey, ja. So ein Film-Podcast über Filme und so weiter haben wir uns lange gewünscht gehabt. Ihr seid ja nicht die perfekten Kandidaten dafür. Ja. Eigentlich schon mehr oder weniger ein bisschen traurig, dass ihr ein bisschen kurz angebunden seid heute, aber trotzdem danke euch für die Zeit. Wir können es aber gerne mal wiederholen. Ja, ich bin sehr gerne am Start. Ich habe meinen Laden hier um die Ecke, ich bin jetzt öfters hier. Ja, dein Cutter nehme ich, ne? Da habe ich letztes Jahr hingeschickt. Ja, okay. Und hat er ihn abgelesen. Bruder, türkisch-arabische Friseure sind wie Autoren, deutsche Autoren. Schreibt nichts. Der heißt doch Toni, oder Baby? Der heißt sogar Toni, ne? Der heißt Toni Harman. Harman. Du kannst einen türkisch-arabischen Friseur schneiden nicht von oben, er schneidet immer von oben, Bruder. 100%, Bruder. Ich schwöre dir, damals war es auch so. Ich las kein damals Kanaken. Auf der Oranienstraße, der einzige Friseur, den wir in Kreuzberg hatten, war Tarkan. Kannst du dich noch erinnern? Friseur Beyers? Ja, ja. Jeder ist hingegangen, hat gesagt, mach mal bitte so und so. Keiner hat seine Frisur bekommen. Eiskalt niemand. Kinder, ich schneide selber, mach drei. Ich lasse keinen Kanaken mit Rasierklinger mich ran. Gutes Ding auf jeden Fall. Ja. Bleib dir treu, Bruder. Bleib dir. Ey, Boogie, ohne Scheiß, euer Podcast ist einfach geil, Mann. Eure Filme sind auch geil. Man kommt hierher und man hat sofort gute Laune. Ich war ja schon in Tausend. Ist nicht immer so. Liegt auch ein bisschen an den Gästen. Ja. Okay. Hattet ihr auch schon so ein Pippa-Depri-Gespräch? Oh ja. Es gibt so ein bisschen so Uncut-Material, was nicht für die Öffentlichkeit... Okay. Das ist ein bisschen höflich. Das ist wieder Freundlichkeit als Schwäche. Wenn, weißt du, Freundlichkeit als Schwäche ist der Hashtag. Das ist fast eskaliert, Mann. Echt jetzt, ja? Krass. Nicht nur einmal, Bruder. Nicht nur einmal. Irgendwann, wenn wir älter sind und dieser Tisch hier mit ganzen Tätowierungen hier drauf für 200.000 Euro für einen guten Zweck gespendet wird, werden wir mal das Uncut-Material von den Outtakes mal veröffentlichen. Ja, die Outtakes. Aber auch mal Real Talk, ich bin so mega dankbar. Halt auch. Das ist einfach eine ganz tolle Plattform. Wer ist demnächst bei euch? Wir haben den Jahresrückblick demnächst. Ey, weißt du, was verrückt ist? Das ist mir selber erst gestern aufgefallen. Ihr jetzt gerade, wo ihr hier gerade sitzt, ihr seid die 99. Folge. Jawohl, und das Silvester-Special, Bruder, ist einfach die 100. Folge. Einfach so, zufällig. Ihr müsst öfters Schauspieler einladen. Ich glaube, die haben Bock drauf. Ja, voll. So ein Moritz Bleibtreu oder so. Oder auch mal eine Frau, eine Schauspielerin. Mit wir haben Til Schweiger angefragt. Ja, super. Echt. Til Schweiger mit, wie heißt der Bruder, mit dem wir letztes Interview gehabt haben? Timo Bartels. Timo Bartels. Genau, cool. Wer war das nochmal, Digga? Ja. Ach so, warte mal. Achso, dein Arzt-Dicker. Dein Arzt-Dicker, das ist nett. Ist auch ein Sänger, ne? Der singt auch. Genau, genau. Ganz, mit lieber ganz lieber Junge, wirklich. Ja. Ganz netter Kerl. Aber auch so mal Moritz Bleibtreu oder so mal. Schick sie her, schick sie her. Schick sie alle rüber. Ich glaube, die hätten Bock so, weil ihr seid real, ihr seid cool, Alter. Das ist kein dummer Talk so, weißt du? Also ich habe nichts gegen Playboy 51 damals gesagt, aber das war irgendwann zu absurd und zu anstrengend. Der hat salonfähig gemacht, der hat salonfähig gemacht. Aber ey, sag mal ganz ehrlich, welches Format kennst du original, egal wo? Ja, wo in der einen Woche Playboy 51 eingeladen wird und in der nächsten Woche einfach eine Rechtsanwältin oder ein Politiker. So, wir kriegen das irgendwie hin, weißt du, so jeder soll kommen, für jeden ist was dabei. So, ja, weißt du? Ja, deswegen ist das geil. Ja, voll wichtig. Ja. Na, dann lass uns das mal, lass uns das aber auch mal mit euch mal wiederholen. Ja, ja, machen wir als allererstes Mal. Ja, Partout muss hundertprozentig sein. Und an euch Schauspielkollegen da draußen, ihr habt gehört, was Boss Kita gesagt hat, tanzt an, sonst gibt's Ärger mit Toni. aber wirklich, das sagt euch der Arzt, der am gleichen Tag wie Chuck Norris Geburtstag hat. True Story. Und ich muss hier allen dreimal am Tisch sagen, ihr seid richtig geiler Arzt. Ich hab mit Robert De Niro, Digga. Das beste Chuck Norris Witz ist für mich ein Bild. Der beste Chuck Norris Witz ist ein Bild vom einen, das hab ich. Da ist so Kim Jong-il oder so, Kim Jong am Strand mit seinen Atombunkern. Alles Panzer, guckt durchs Fernglas. Chuck Norris mit Machete kommt am Strand. Scheiße! Und Chuck Norris ist kein Hund, er kaut Bienen. Ja, so ist es. Chuck Norris hat dreimal bis unendlich gezählt. Ja, aber Chuck Norris ist wie ich, Bruder. Der hat Wikipedia durchgelesen. Weißt du, warum seine Tante seine Mama ist? Keiner hat sich getraut, seine Mama zu lieben. Ja, jetzt hast du auch noch die Dings gemacht, die gut, Radioversion. Alles klar, ich hab reingeschissen. Ja, okay, Bruder, jetzt. Wenn Chuck Norris in einen Raum reinkommt, stehen sogar die Stühle auf. Jawohl. Okay, Jungs. Okay, Jungs. Chuck Norris hat alle Pokémons mit dem Festnetz gefangen. So, ey, die Party geht hier langsam zu Ende. Aber war geil mit euch auf jeden Fall. Ist egal, was der Wettermann sagt. So sieht's aus. Aufschlagen. Ja, Baby. Lass den Wettermann in Ruhe, Bruder. Genau, Freddy. Wir bedanken uns auf jeden Fall dafür, dass ihr gekommen seid. Checkt die beiden Jungs auf jeden Fall ab und folgt ihren Filmprojekten und so weiter. Verfolgt die nicht von zu Hause und so weiter. Aber so Social Media, Instagram, ihr wisst Bescheid. Ja. Das war Belasch Kiddy. Belasch, Kidder und Freddy Lau. Ja. Guck Podcast und schau dich schlau. So ja, aus. War richtig gemütliche Runde. Ey, wir kommen auf jeden Fall wieder 1 Million%. Wir kommen nochmal rum. Alles klar, Bruder. Danke. Ich grüße alle außer meine Ex, die ist böse.